Euch allen einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich möchte heute mit euch darüber reden, was Jesus den Menschen, uns also, gebracht hat in der Zeit, wo er hier auf Erden war. Viele, viele Menschen diskutieren darüber, obwohl es doch eigentlich ziemlich deutlich in der Bibel steht. Wenn man so Menschen befragt, die eigentlich kaum die Bibel gelesen haben, vielleicht mal früher in der Schule, im Religionsunterricht oder so Leute, die sich nie damit beschäftigen. Wenn man denen sagt, was hat Jesus gebracht, dann werden die sehr wahrscheinlich mit Liebe antworten. Und deshalb habe ich für euch heute mir einige Verse rausgesucht, wo Jesus darüber redet, was er den Menschen gebracht hat. Ich werde jeweils diese Stellen, ich habe mir die hier alle markiert, wie ihr seht, es sind einige. Ich werde sie erstmal vorlesen und dann möchte ich gerne mit euch darüber reden, was Jesus damit gemeint hat. Ich fange an. Und zwar ist es Matthäus 5, 17. Da hat Jesus die Erfüllung des Gesetzes gebracht. Ich lese kurz vor. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das kann man eigentlich ganz einfach erklären. Das, ich schätze mal, das versteht, werden die meisten von euch verstehen. Denn Jesus, im Alten Testament, oh, jetzt zerreiße ich hier aus Versehen die Bibel. Das wollte ich natürlich nicht. Also im Alten Testament stehen viele Stellen, viele wissen es nicht, aber viele Stellen in dem Alten Testament beziehen sich auf Jesus, obwohl er zu der Zeit noch nicht auf der Erde war. Jesus existierte natürlich schon, bevor er von Maria geboren wurde. Denn als er geboren wurde, er existierte als Mensch. Er hat natürlich vorher schon als Geistwesen oben im Himmel neben seinem Vater existiert. Aber das ist egal. Und Jesus sagte, er erfüllte, er kommt, um zu erfüllen. Und zwar, was im Alten Testament prophezeit wurde. Deswegen hat ihn sein Vater auf die Erde geschickt, um die alten Prophezeiungen zu erfüllen. Dann gehen wir weiter. Und zwar sind wir da bei Matthäus 10, 7. Da sagt Jesus, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe. Herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eurem Gürtel, keine Tasche auf dem Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Dann brachte, ist auch okay, das braucht man eigentlich nicht erklären. Jesus brachte den Menschen Autorität. Wenn sie an ihm glauben, wenn sie in ihm bleiben, wenn sie im Vater bleiben, gab Jesus ihnen Autorität. Ähnliche Dinge zu tun wie er, nämlich unreine Geister auszutreiben, Hände aufzulegen, etc. Das war aber nicht, was ich eigentlich wollte. Und zwar gehen wir weiter hier, Matthäus. Das ist. Moment kurz. Genau. Matthäus 10, 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und mit der Tochter und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Ja, das ist ein bisschen komplizierter für viele vielleicht, weil viele sagen, ja, Jesus hat Frieden auf Erden gebracht. Er hat Frieden gebracht und er bringt immer noch Frieden in unserem Herzen, in unserem Geist. Aber er bringt das Schwert für die Welt, denn die Welt wird gerichtet. Und in dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekennen und
Geht mal zum Beispiel, wenn jetzt ihr seid, die meisten sind katholisch, evangelisch oder was weiß ich, aufgewachsen als Atheisten. Und dann, wenn ihr neugeboren seid und ihr merkt plötzlich diese ganze Liebe und ihr bekommt Erkenntnis und geht mal mit dieser Erkenntnis zu eurer Familie, die 20, 30, 40 Jahre lang mit dem Pseudowissen gelebt hat, dass man Maria anbeten muss, dass Weihnachten in der Bibel steht, dass Ostern in der Bibel steht, dass man ruhig Halloween feiern darf und so weiter und so fort. Geht mal zu eurer Familie und sagt ihnen das, dass es das alles falsch ist, dass Weihnachten nicht in der Bibel steht, dass man Weihnachten nicht feiern darf, weil auf Weihnachten in Wirklichkeit ein Hexenfest namens Jule gefeiert wird. Die werden euch hassen. Und das ist genau das, was Jesus meinte. Damit entzweit man sich. Sobald man sich zu Jesus bekennt, entzweit man sich mit der Welt, weil die Welt will in der Lüge leben. Die Welt will nicht akzeptieren. Die Welt ist auch, die meisten sind zu faul, die Bibel zu lesen. Und wenn sie die Bibel lesen, dann sind sie schon längst so verwirrt im Kopf durch ihre Sünden. Durch diese ganzen Medien und durch die Handys, die sind so abgestumpft, dass sie die Bibel gar nicht mehr verstehen können. Da habe ich auch schon öfter drüber geredet, wenn man eine gewisse Zeit lang seine Sünde lebt, jahrelang und seine Sünde liebt und die Sünde verteidigt, dann gibt Gott einem eine Belohnung und zwar wirft er uns der Verwirrtheit hin, dass wir gar nichts mehr kapieren. Dass wir nur noch in unseren Sünden leben und völlig verrückt sind. Und wir nur noch die nächste Sünde hinterherhecheln wie Hunde. Und das bekommen wir als Strafe. Und das ist damit gemeint. Also er bringt uns schon den Frieden im Herzen und im Geist und in unserer Seele. Aber in dieser Welt werden wir dann als, wir werden als Außenseiter angesehen, weil die Welt uns hassen wird. Sobald wir die Wahrheit von Jesus Christus in uns haben und den Menschen natürlich das teilen wollen. Mit unserer Familie und den Menschen, die wir lieben. Aber die werden uns zum größten Teil, werden die uns dafür hassen. Dann, was brachte Jesus uns noch? Da gehen wir weiter zu Matthäus 11, ab 28. Da sagt Jesus, was hat er uns gebracht? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also er hat uns innere Ruhe für unsere Seele gebracht. Denn sein Joch ist leicht. Im Gegensatz zu dem Joch, was Moses hatte. Das war ein Extrem, das war ein Joch, was unmöglich war. Es war unmöglich, dieses Joch zu tragen, aber das hatte so seinen Sinn. Ich habe heute Morgen erst wieder in der Bibel gelesen. Da stand im Gesetz, wie gesagt, 14 Schafe schlachten, Ziegen schlachten, Bullen schlachten, Böcke schlachten. Also das würde heutzutage kein Mensch, wer hat heutzutage noch Schafe oder Ziegen oder Böcke, die wir schlachten und opfern? Das wäre völlig unmöglich. Aber das Joch, was Jesus uns brachte, das ist leicht. Denn Jesus hat uns zwei Gesetze gebracht. Erstens, dass wir seinen Vater lieben sollen über alles und ihn lieben sollen. Und zweitens, dass wir unsere Mitmenschen und also unseren Nächsten lieben sollen. Das ist ein einfaches Joch, wie Jesus hier sagt. Dann geht es weiter. Und zwar Markus. Es fängt an 2,17. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Gerechte zu berufen. Nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also da haben sich dann viele Schriftgelehrte und Pharisäer haben sich natürlich über Jesus brüskiert. Sie haben sich darüber aufgeregt, weil er mit Sündern aß und mit Sündern am Tisch saß. Das hat Jesus ganz einfach erklärt, weil die Starken, die hier genannt werden, also die schon den Glauben haben, die schon an Jesus und Gott glauben, zu denen braucht Jesus nicht hinsetzen. Die sind bereits gerettet, die haben ihr Lohn im Himmel, aber die Sünder, die Kranken, wie Jesus hier sagt, die kam Jesus noch zu retten, denen überhaupt zu erklären, warum sie Gott brauchen, warum sie seinen Vater brauchen, warum sie sich zu Jesus bekehren sollen.
Dazu kam Jesus und hat ihnen das versucht nahezulegen. Ob sie das dann natürlich angenommen haben oder nicht, das war dann eine andere Sache. Aber viele haben es angenommen, zum Glück. Dann gehen wir nochmal weiter zu Lukas 12, ab 51. Da sagt Jesus: Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, ich sage euch, sondern vielmehr Entzweiung. Das ist das Gleiche, wie ich eben schon gesagt habe, denn Jesus brachte uns die Wahrheit, die er selber ist. Und wenn man das natürlich mit anderen Menschen teilen möchte, die ihr Leben lang diese Welt gelebt und geliebt haben, dann akzeptieren die das nicht. Und damit entzweien wir uns mit diesen Menschen, weil diese Menschen uns für verrückt halten. Du Religionsfanatiker, du, was wurde ich schon alles genannt, Sektenmitglied und so weiter und so fort. Dann gehen wir nochmal weiter. Und zwar Johannes 6, ab 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat. Dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist auch sehr schön, finde ich, und ist auch sehr interessant. Also Jesus ist nicht von sich selbst aus dem Himmel gekommen, sondern er kommt auf Geheiß seines Vaters, um den Willen seines Vaters, also Gott, dem Allmächtigen, dessen Willen zu tun. Und dass er auferweckt wird am letzten Tag, was natürlich auch Teil der Prophezeiung ist. Dies ist übrigens auch nochmal ein sehr schönes Beispiel für Leute, die sagen, dass Gott und Jesus Christus, dass Jesus Christus Gott ist. Wenn ihr Jesus sagt, ich bin nicht durch meinen Willen gekommen, sondern um den Willen meines Vaters zu tun, würde das absolut gar keinen Sinn ergeben. Wir gehen nochmal weiter zu Johannes 8, und zwar 42. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Super finde ich das, Spitzenvers, unterstreicht auch wieder, dass Jesus Gottes Sohn ist und nicht Gott selbst, sonst würde auch dieser Vers null Sinn ergeben. Hier ist auch noch sehr interessant, wie Jesus den Teufel beschreibt und die Menschen, die die Worte und die Wahrheit von Jesus Christus nicht akzeptieren wollten, und er nannte sie Söhne des Teufels. Und viele sagen immer zu mir, wenn ich zum Beispiel Satanisten als Ottern gezücht oder Söhne des Teufels bezichtige oder nenne, was ja die Wahrheit ist, und sagen sie, ja, wie redest du denn so? Jesus hatte nicht so geredet, in der Bibel wird nicht so geredet, was bist du für ein Christ? Doch, wir sehen ja, dass Jesus ganz genauso redet. Er hat die Dinge immer beim Namen genannt, deswegen wurde er auch am Ende gekreuzigt. Und er hat den Menschen hier genau ins Gesicht gesagt, was sie sind. Denn sie haben so getan, mit großen, schlau klingenden Reden, so getan, als wenn sie Gott anbeten und Gott im Herzen hätten, aber in Wirklichkeit haben sie das getan, was der Teufel von ihnen verlangte. Der Teufel war in ihnen drin. Und so ist es auch bei bösen Menschen. Wenn ihr irgendwo hinkommt und von Jesus erzählen wollt, dann wird es immer einen geben, der zynische Bemerkungen macht, der euch verlacht, der ganz dreiste Bemerkungen macht. Und das sind wirklich Leute, die den Teufel in sich haben, beziehungsweise seine Doktrine in sich haben. Der Teufel ist ein Lügner und das ist auch das Einzige, was er kann, was er redet, ist immer Lüge und Falschheit. Und solche Leute, die das dann nicht annehmen wollen, da braucht auch dann diesen Leuten nur ein- oder zweimal die Wahrheit erklären. Wenn sie es nicht kapieren wollen, ihr habt euren Job getan, dann ist deren Blut klebt an deren eigene Hände. Ihr könnt da nichts tun. Wie Jesus dann sagte, klopft euch den Staub von den Füßen und geht zur nächsten Stadt, in dem Sinne
zu dem nächsten Mann, der euch zuhören wird, wenn er von der Herrlichkeit Gottes und seines Sohnes Jesus Christus, wenn ihr von denen redet und deren Königreich preisen werdet. So, jetzt kommen wir dann zum letzten Vers, der beschreibt, was Jesus gebracht hat. Und da sind wir noch einmal bei Johannes. Und es ist Johannes 12 und fängt an bei 47. Da sagt Jesus: Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirrt und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Sehr interessant. Denn Jesus kam nicht, um zu richten, wie er sagt. Später sagt er in einem anderen Vers, dass er richten wird. Und dann würden Unwissende oder Leute ohne Erkenntnis werden sagen, ja, das ist doch da, die Bibel widerspricht sich doch da wieder. Und das ist natürlich nicht der Fall. Denn Jesus spricht immer wieder, dass er nochmal kommen wird. Und dass da vor diesem wunderschönen, für manche schrecklichen Ereignis, dass da stehen, kurz davor stehen wir. Und da redet Jesus, dass er dann richten wird, am jüngsten Gericht. Aber hier sagt er, er kommt erstmal nicht, um zu richten, sondern das, was er redet. Und wenn die Leute das nicht annehmen, sondern ihn verlachen, dann haben die sich selber gerichtet durch seinen Vater. Nämlich, er kam ja, wie gesagt, nicht um die Welt zu richten erstmal, sondern um die Welt zu retten. Es ist der Monitor ausgegangen. Ja. Und er hat die Welt gerettet, indem er sich selbst hingegeben hat als Opfer zur Versöhnung mit Gott, dem Vater, dem er sein Blut vergießen lassen hat für die Vergebung unserer aller Sünden. Wunderschön, finde ich. Ja, das war es eigentlich für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant und aufschlussreich. Ich werde dieses Video schließen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen, dem König, dem Weg, der Wahrheit und das Leben. Amen und tschüss.